Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Stashbox von Millionär. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Stash von Millionär, das Ganze am 16. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das vierte Album von Millionär. Es gab dazu etwas Verwirrung bezüglich des Release-Dates. Und zwar vor 2 Wochen, am 16. Oktober, war das Album ja ursprünglich angekündigt, wurde dann auch digital released, also man konnte es ab dem 16. digital kaufen und natürlich auch streamen. Allerdings die Box, die gab es damals noch nicht. Die hat sich irgendwie um 2 Wochen verschoben und die wurde jetzt erst am 30.10. released. Also physisches Release, 30. digitales Release, 16. Ja, so hat man das dann irgendwie aufgeteilt. Gut, wir haben hier eine Box in einer wunderschönen Lederkofferoptik. Wir werden mal als erstes die Folie entfernen und uns dann im Detail ansehen, wenn es gelingt, hier die Folie aufzuschneiden. So, aber jetzt. Gut. Also, das ist die Box, ist tatsächlich hier wie so ein brauner Lederkoffer gestaltet. Wir lesen hier einmal Millionär, dann den Albumtitel Stash und hier haben wir dann noch so ein Siegel, so einen Aufkleber, beschlagnahmt, Landeskriminalamt Hamburg. Ja, also der Inhalt hier scheinbar nicht ganz legal. An der Seite haben wir den Griff, die zwei schließen und hier dann noch das Ganze vernäht. Also die Lederoptik, diese Kofferoptik wurde hier wirklich durchgezogen. Hier auf der Rückseite die Scharniere. Und wie wir hier sehen, ist die Box dann wahrscheinlich, also der Boxdeckel ganz abzunehmen, nicht nur zu klappen. So sieht das aus auf der Seite. Und auf der Unterseite lesen wir auch nochmal Millionär Stash. Dann die Beteiligten, die Logos der Labels und einen Barcode. Der wurde hier aufgeklebt, denn das Ganze gab es in unterschiedlichen Ausführungen. Denn wir haben hier eine, wir lesen es hier, eine Limited Tracksuit Jacket Black und die konnte man in der Größe auswählen. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir machen mal den Boxdeckel ab. So, von innen weiß und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier als erstes einmal die Jacke, dann einen Sticker, das Album an sich, Stash, dann haben wir hier eine Karte, nein, es ist noch ein Sticker, ein großer Sticker und ein Poster ist auch noch mit dabei. So, gut, das war's soweit, die Box ist nun leer, wie wir sehen können, hier in weiß alles, dann packen wir den Koffer wieder zusammen und legen den mal zur Seite. So, 2 Sachen sind noch in Folie. Das Album und die Jacke. Poster und Sticker machen wir mal zur Seite. So. Oh. So, die Jacke. Und das Album. So, einmal aufschneiden. Wunderbar. Und dann kann es auch schon losgehen. Das ist es, das vierte Album von Millionär. Wir haben ihn hier in feinster Pablo Escobar-Manier, also mit dieser wunderbaren Haarpracht hier. Dann hat er hier so ein Schild. Man kennt das hier von der Gefangenenfotografie, also wenn man geschnappt wurde. Und dann wird hier festgehalten, wer man ist und zu wem man gehört. In diesem Fall lesen wir hier Carcel Tito Federal oder DTTO Federal Medellin Stash Millionär. Dann haben wir hier noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch und entsprechend hier hinten die Größenstriche. So, ein reguläres Schulcase, Millionär Stash
Und auf der Rückseite die Tracklist. 14 Tracks an der Zahl. Wir haben zahlreiche Features dabei. Und so haben wir Features von Marv, Amu, Haftbefehl, Samra, Capital Bra, Kollega, Seyed, Joker Bra und Haftbefehl. Also viele Features, ich glaube 9 Features auf 14 Tracks verteilt. Dann wieder die Logos und ein Barcode. So, das Booklet ist hier ziemlich dünn ausgefallen, wie es aussieht, oder? Nein, ist doch etwas dicker, okay. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal einen russischen Reisepass und Geld. Hier geht es dann los mit den einzelnen Tracks und den Infos, wer gefeatured wurde und wer produziert hat. Zieht sich hier dann so durch. Also, alles hier so im Stil von Reisedokumenten und jede Menge Bargeld. Hier haben wir unter anderem einen Reisepass von Senegal. Das sieht aus wie United States of America, also US-Pass. Ja, der Mann von Welt hat natürlich diverse Reisepässe im Angebot. Hier gibt es ja noch die Credits. Und zum Abschluss Aslaks und Block Panorama. Also soweit ich weiß, ist das Album über beide Labels erschienen, über Aslaks und über Millionärs eigenes Label Block Panorama. Die CD dann auch wieder hier in Reisepass- und Geldscheinoptik und ebenso die Rückseite. So, das war's zum Album. Als nächstes haben wir hier zwei Sticker. Einmal zweimal, einmal hier das Albumcover quadratisch. Und der zweite Sticker ist dieser hier, der ist recht groß. Und was haben wir hier? Wir haben hier wieder diese ganzen Reisedokumente und einen Reisepass hier im Detail. Und zwar einen aus Kolumbien. Republica of Colombia. Und zwar, wie nennt er sich hier? Gustavo Sanchez. Okay, 1,85 Meter. Ja, also. Hier diverse Stempel von seinen Reiseaktivitäten. So sieht das aus. Dollar, Euro, Patronen, alles hier mit am Start. Dann haben wir ein Poster mit dabei. Und wer hätte es gedacht, auch dieses Poster hier komplett in dieser Optik. Also Bargeld, Reisepässe, all das haben wir hier auf dem Poster. Also das Poster ist 1:1 das gleiche wie hier. Dieser Sticker, nur eben etwas größer. Posterformat müsste sein A2. Im Hochformat und einseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch neben dem Album das eigentliche Highlight. Und zwar diese Jacke. Tracksuit. Und zwar ist das Ganze hier in Schwarz. Eine Jacke der Marke Chabos. Ich bin mir nicht sicher, ist halt schwarz auf schwarz, ist schwer zu sehen, aber ja doch, oh, im Licht kann man es gut sehen. Hier einmal der Chabos-Schriftzug auf der rechten Brust. Dann auf der linken Brust hier der Hahn, also das Logo. Hier oben dann auch alles in schwarz. Hier unten genauso. Und auf dem rechten Ärmel haben wir dann hier noch das C in Gold und Schwarz aufgestickt. Auf der Rückseite ist das Ganze blank, also hier ist kein Aufdruck oder Stick. Und von vorne haben wir dann natürlich noch zwei Taschen hier mit Eingriff, die aber auch noch mit Reißverschluss zu öffnen, zu schließen sind. Da hat man viel Platz. Links und rechts, ja, natürlich beide mit Reißverschluss. Und dann schauen wir mal hier rein. Wobei, hier haben wir auch noch was. Was lesen wir hier auch nochmal? Chabos, den Schriftzug und hier nochmal das Logo. So. So sieht das von innen aus. Auch hier alles in Schwarz. So, das sind noch die Anhänger. Okay. Wie gesagt, Größe M. Größe war frei wählbar. Und wir haben es hier zu tun mit 50% Baumwolle, 50% Polyester. Dann sind hier noch die Waschhinweise. Und das Ganze ist made in Turkey. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht, diese Jacke.
Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier die schwarze Jacke mit den beiden Aufsticken hier auf der Brust. Von uns aus gesehen ist auf der linken Seite der Chabos Schriftzug und auf der rechten Seite dann das Logo der Hahnenkopf. Ja, ansonsten wie gesagt hier komplett in schwarz und hier am Ärmel dann noch das C hier aufgestickt. So, und was ich euch auch noch zeigen wollte, was ich gerade erst bemerkt habe, den Reißverschluss, also alle Reißverschlüsse hier hat man auch noch entsprechend gebrandet. Also hier lesen wir auch noch den Chabos Schriftzug beidseitig hier so eingestanzt. Gut, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Chabos Jacke hier in schwarz. Wie gesagt, Größe frei wählbar. Dann das Poster, einseitig bedruckt, Format A2 im Hochformat. Sticker, einmal Hochformat, einmal quadratisch. Und natürlich das Album an sich, Stash im regulären Jewelcase. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. Stash von Millionaire. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Millionaire unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.